Das alte Parteiensystem, das heißt aber auch die Links-Rechts-Skala, funktioniert nicht mehr. Sie werden mit den alten Maßgaben, alle, die für gesellschaftlichen Zusammenhalt reden, sind bürgerlich und die, die für soziale Fragen reden, sind links, nicht mehr weiterkommen. Und ich glaube, mit Blick auf die Herausforderungen der Arbeitswelt und die Frage von Zusammenhalt der Gesellschaft ist es auch die falsche Antwort. Aber wenn man dann zu den anderen Antworten kommt und man sagt, naja, höhere Mindestlöhne ist links, dann heißt es doch eigentlich nur, man will nicht, dass man von seiner Hände Arbeit leben kann. Die Leute, die jetzt in diesen 40% sind, arbeiten Vollerwerb und werden nicht ohne Sozialhilfe in der Rente bestehen können. Und wenn das eine linke Position ist, dass man von seiner Hände Arbeit leben können soll, dann frage ich mich, was eine bürgerliche Position ist.